Optimistische Töne sind heute aus Brüssel zu vernehmen. Denn nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommt die ukrainische Gegenoffensive voran. Die Gefechte seien schwierig und sehr heftig, aber es gebe Erfolge, das zeige, wie wichtig die Unterstützung des Westens sei. Weitere Milliardenhilfen kündigte auch US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Kiew an. Erstmals geliefert wird auch Panzermunition mit abgereichertem Uran. Die Uranmunition ist für die US Abrams-Panzer vorgesehen und international äußerst umstritten. Eine Überwachungskamera zeigt den Moment des Einschlags. Eine russische Rakete trifft einen beliebten Markt in der ostukrainischen Stadt Kostjantinivka. Der Angriff zeigt erneut, der russische Aggressor nimmt keine Rücksicht auf Zivilisten. Knapp 700 Kilometer weiter westlich in Kiew, der ukrainische Präsident Zelensky trifft den US-amerikanischen Außenminister Antony Blinken. Der hat militärische und zivile Hilfen in Höhe von $1 Milliarde im Gepäck. Dies ist mein vierter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs 2022. Und wie immer bin ich beeindruckt von dem Mut, der Stärke und der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Soldaten, des ukrainischen Volkes und der ukrainischen Führung. Im Militärpaket enthalten ist unter anderem Ausrüstung zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung. Und erstmals liefern die USA Munition mit abgereichertem Uran. Diese kann von den US-amerikanischen Abrams-Panzern abgefeuert werden. Der Vorteil, die panzerbrechende Uranmunition hat wegen ihrer hohen Dichte eine extreme Durchschlagskraft. Zelensky zeigt sich hocherfreut. Wenn hohe Vertreter der USA hierher kommen, ist das immer eine starke Botschaft. Ich bin Ihnen und Präsident Biden sehr dankbar. Wir sind dankbar für die überparteiliche Unterstützung. Derweil sorgt ein Vorfall im NATO-Land Rumänien für Nervosität. In der Grenzregion zur Ukraine sollen Trümmerteile abgestürzt sein, die höchstwahrscheinlich zu einer russischen Drohne gehören. Sollte sich bestätigen, dass diese Elemente zu einer russischen Drohne gehören, wäre eine solche Situation völlig unzulässig und eine schwere Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Rumäniens und der NATO-Verbündeten. Der Drohnenvorfall wurde von der rumänischen Regierung zunächst noch bestritten, wird von den Behörden jetzt aber doch untersucht. Steffen Schwarzkopf für uns in Kiew. Steffen, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat jetzt in Brüssel gesagt, die Ukraine mache Fortschritte bei der Gegenoffensive. Wie ist das aus der Ukraine heraus zu beurteilen? Also ich möchte mal an anderer Stelle beginnen, und zwar in Washington. Der amerikanische Militärgeheimdienst DIA ist jetzt in einer Analyse zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ukraine eine, Zitat, realistische Chance hätte, bis zum Ende des Jahres, Tatsache, bis zum Asowschen Meer vorzustoßen. Also das heißt über Tokmak, über Melitopol und dann rein theoretisch die verbleibenden russischen Truppen in Cherson in der Region einzukesseln. Das heißt rein theoretisch und nicht unbedingt praktisch. Wie hoch ist die Chance? Da hat ein Analyst gesagt, die lägen bei 40-50%. Das heißt allerdings auch natürlich im Umkehrschluss, dass eine 50-prozentige Möglichkeit besteht, dass das eben nicht funktioniert. Warum könnte es nicht funktionieren? Zum einen das Wetter, das Zeitfenster, das schließt sich 6 bis 7 Wochen, sagen die Amerikaner, haben die Ukraine noch maximal Zeit, bevor das Wetter einfach zu schlecht wird, bevor die Böden zu weich werden, bevor die Regenfälle zu stark sind, um mit Kettenfahrzeugen überhaupt noch vorzukommen. Und das andere ist natürlich auch, und das sind auch amerikanische Geheimdiensterkenntnisse, dass die Russen ihre Truppen verstärken im Süden, nachdem die erste Verteidigungslinie ja zerbrochen ist, durchbrochen wurde, allerdings das auch nur in Keilform. Die zweite und dritte Linie würden jetzt verstärkt und dementsprechend blutig und schwierig würden diese Kämpfe. Also man ist da jetzt zwar leicht optimistisch, aber nicht euphorisch, und ähnlich klingt das, glaube ich, auch beim NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wenn wir uns da nochmal anhören, was er heute gesagt hat und wie seine Einschätzung lautet. No one ever said that this was going to be easy, the offensive. Niemand hat gesagt, dass die Offensive einfach wird. Es war klar und deutlich, dass es eine blutige, schwierige und harte Gegenoffensive wird. Und natürlich, was wir gesehen haben, ist, dass Russland seine Defensive vorbereitet hat. In kaum einem Teil der Geschichte haben wir je erlebt, dass es so viele Minen gibt, wie wir sie heute in der Ukraine sehen.
Also war es sehr offensichtlich, dass es extrem schwierig wird. Aber die Ukraine hat beschlossen, die Gegenoffensive zu starten, weil sie nun mal dabei ist, ihr Land zu befreien. Und sie macht Fortschritte. Vielleicht nicht so viel, wie wir uns das erhofft hatten, aber sie kämpft sich die Gebiete zurück, ein paar hundert Meter am Tag. Und wir müssen uns einmal den Startpunkt anschauen. Der Startpunkt war, dass die Armee Russlands als die zweitstärkste weltweit galt. Und jetzt ist die russische Armee die zweitstärkste in der Ukraine. Und das ist ganz schön beeindruckend von den Ukrainern. And now the Russian army is the second strongest in Ukraine. And that's quite impressive by the Ukrainians. So, wir haben gerade den NATO-Generalsekretär gehört, 100 Meter oder einige 100 Meter am Tag der Fortschritt und die Strecke bis zum Asowschen Meer, das ist zumindest über die Straßenwege 150 Kilometer, also da weiß man, was noch vor den Ukrainern liegt und das ist eben auch nur die Südfront. An der Ostfront, da ist momentan der Fortschritt wirklich auch marginal, nur rund um Bachmut gibt es leichte Fortschritte, das hören wir dort von Soldaten vor Ort und das ist auch die Bestätigung des Verteidigungsministeriums. Das heißt also, das eigentliche Ziel der Ukraine, alle besetzten Gebiete zurückzuerobern, das muss man so realistisch sagen, das liegt noch in sehr, sehr weiter Ferne. Steffen, danke schön nach Kiew. 16 Tote und über 30 Verletzte gab es bei einem Raketenangriff auf die Stadt Konstantinivka in der Ostukraine. Dazu jetzt eine Einschätzung aus Moskau von unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Ja, die Ukrainer sprechen ja da sogar von einem terroristischen Anschlag der Russen und natürlich wird das hier vehement dementiert und man will also von solchen Vorwürfen überhaupt nichts wissen. In Russland heißt es immer, dass man nur militärische Ziele angreift, also militärische Infrastruktur oder eben Gebäude und Einrichtungen, die zweckentfremdet werden von den ukrainischen Militärs. Da gab es in der Vergangenheit auch immer wieder mal Angriffe auf Restaurants und auch Hotels. Aber da hieß es dann von russischer Seite, dass eben genau in diesem Restaurant Söldner waren, also praktisch Männer, die für Geld auf ukrainischer Seite kämpfen oder dass in einem Hotel vor allem eben auch ukrainische Militärs untergebracht worden. Das ist immer die russische Erklärung auf die Vorwürfe der Ukrainer. Und jetzt in diesem Fall Konstantinowka, dieser Raketenangriff oder dieser Raketenzwischenfall auf dem Markt, der 17 Menschenleben gefordert hat, da heißt es eben vor allem auch von russischen Militärbloggern, dass es sich dabei wohl wieder um eine ukrainische Flugabwehrrakete gehandelt haben könnte, die ihr Ziel verfehlt hat wahrscheinlich und deswegen eben dieser Schaden angerichtet wurde. Also man will damit nichts zu tun haben hier in Moskau. Und dann gibt es noch eine etwas andere Sichtweise, die kommt von Michael Swintschuk. Das ist der Chef und Gründer des einflussreichen Telegram-Portals Rybar und das wollen wir uns kurz anhören. Gemäß der Flugbahnanalyse und auch einiger Augenzeugenberichte in Chats ist eine Rakete abgefeuert worden. Es war Flugzeuglärm zu hören und das 30 Kilometer von der Front entfernt. Es hat sich wohl um eine Luft-Boden-Rakete vom Typ HARM gehandelt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Ukraine mit der HARM zivile Objekte trifft. Vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Diese HARM-Rakete, das ist eine Luft-Boden-Rakete, die dazu dient, bodengeschützte Radarsysteme auszuschalten. Und das ist eine Rakete aus amerikanischer Produktion und davon spricht jetzt eben Michael Swintschuk. Die anderen, ich habe es gesagt, russischen Blogger, vor allem auch Juri Padalaka, geht davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete gewesen sein könnte, die hier vielleicht versehentlich auf diesem Markt eingeschlagen ist. Aber im Prinzip sind sich die russischen Blogger immer einig, dass Russland keine Schuld trifft, dass das die Ukrainer selbst waren, entweder aus Versehen oder auch mit Absicht, weil ja zufällig genau an diesem Tag, heißt es hier auch, Anthony Blinken,
der US-Außenminister in Kiew war. Und da ist es natürlich auch gut möglich, dass man immer noch mal die Situation dramatischer darstellen will, als sie wirklich ist. Auch das ist eine Unterstellung einiger russischer Blogger im Internet über Telegram. Bewiesen ist dann natürlich gar nichts. Ich versuche, die russische Sicht hier darzustellen. Zugeschaltet ist mir nun der Militärökonom Markus Keub. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo, guten Tag. Wladimir Putin und Kim Jong-un wollen offenbar ihre militärische Zusammenarbeit ausbauen, also die Achse Russland-Nordkorea intensivieren. Russland braucht nämlich Munition und Putin könnte so besonders an Waffenlieferungen aus Nordkorea interessiert sein. Wie ist das einzuschätzen? Naja, Sie können sich selbst überlegen, was es bedeutet für die angeblich zweitbeste Armee der Welt, wenn sie jetzt nach Nordkorea läuft und dort um Munition betteln muss, weil offenbar die eigene Industrie nicht in der Lage ist, das zu liefern. Aber davon abgesehen, ich sage ja immer, nicht labern, sondern rechnen. Also wenn Sie sich mal überlegen, das Problem ist nicht so sehr, hat Nordkorea Munition, die die Russen verwenden können. Die haben sie durchaus, also russische und chinesische Munition. Und auch Systeme. Das Problem ist nur, das Zeug liegt am anderen Ende der Welt. Also wie bekommen Sie das in den Kampfraum Ukraine rein? Sie können das ja mal durchrechnen. Also wenn Sie überlegen, damit die russische Armee wieder in die Lage versetzt wird, sich zu bewegen, also wieder die Initiative zu ergreifen, da bräuchte sie eine Feuerfrequenz, wie wir sie im Sommer 2022 gesehen haben. Also sagen wir 50.000 Artilleriegranaten am Tag. Eine wiegt durchschnittlich 30 Kilo, dann sind wir bei 1.500 Tonnen. Das ist ein mittelschwerer Güterzug pro Tag. Den müssten Sie also jeden Tag einen solchen Zug aus Nordkorea an die Front in die Ukraine schicken. Und es gibt tatsächlich einen kleinen Bahnhof auf der russischen Seite der russisch-nordkoreanischen Grenze bei Chasan. Und das Problem ist nur, erstens ist Nordkorea logistisch in der Lage, einen solchen Zug pro Tag zu füllen. Und zweitens, dann schicken Sie den Zug los, dann fährt er erstmal 700 Kilometer nach Khabarovsk. Und von dort aus 7000 Kilometer auf der transsibirischen Eisenbahn. Natürlich müssen alle anderen Züge dann warten, auch die Personenzüge. Auch das sehen Sie alles ganz wunderbar auf Satellitenfotos. Und so ein Zug ist dann natürlich eine rollende Bombe. Das heißt also spätestens, wenn der in die Nähe von Rostov-Nadonu kommt, dann könnten die Ukrainer auf die Idee kommen, vielleicht eine Drohne vorbeizuschicken zur Begrüßung. Also wenn Sie das logistisch durchrechnen, dann wird das relativ schnell zur Farce. Es ist interessant, weil es ist ja nicht das erste Mal. Wir hatten das schon im September 22, diesen angeblichen Plan und dann nochmal im März 23 und jetzt wieder. Also ich werte das mehr so als russisches Propagandamanöver. Der nordkoreanische Diktator ist ja immer sehr gut gelaunt auf seinen Fotos. Der freut sich sicher, weil es sein Regime aufwertet. Aber ich glaube nicht, dass es militärisch wirklich irgendeinen Unterschied machen wird. Dann blicken wir mal auf die andere Seite, also auf die Ukraine. Die meldet Tag für Tag kleine Erfolge bei der Gegenoffensive. Aber diese Kämpfe sind sehr, sehr heftig und auch mit extremen personellen Verlusten verbunden. Wie schätzen Sie das ein? Hat die Ukraine noch genug Nachschub, was die Soldaten angeht? Ja, also es geht jetzt weniger so um die Soldaten, sondern wenn Sie das Ungleichgewicht beobachten, dann müssen Sie vor allem auf die mechanisierten Systeme gucken. Ich habe mir gerade gestern eine Statistik angeschaut, also von Leuten, die diese Systeme tatsächlich zählen, nach Bildern, nach Fotos, nach Satellitenfotos. Und da sind die russischen Verluste derzeit viermal so hoch wie die Ukraine. Also natürlich ist das personell und materiell ein starker Abnutzungskampf, durch so eine Linie durchzubrechen. Aber ich denke schon, dass die Ukraine sich das gut überlegt hat. Sie greift im Moment mit Elementen aus insgesamt 6 Brigaden an. Das heißt also, das ist schon eine massive Kraft, die da steht. Und gegenüber steht die 58. russische Armee. Die hat zwar noch Regimenter, vor allem aus den Bars und der Territorialverteidigung, die sind aber nicht mehr voll kampffähig. Sie haben 2 Reserveelemente mittlerweile da hinein verlegt in diesen Raum, die auch nicht mehr voll kampffähig sind. Also insofern würde ich sagen, die Ukraine macht kleine Fortschritte, ja, aber es ist schon ein ziemlich harter Kampf. Ich denke aber schon, dass wenn die russischen Besatzungskollaborateure kommen mit Statements wie, wir haben uns taktisch zurückgezogen aus Rabatine, dann klingt das schon so ein bisschen wie das, was wir vor einem Jahr
gehört haben. Das heißt also, man schafft es nicht, die Ukrainer zurückzuwerfen. Es gibt auch einige, die im Moment im deutschen Fernsehen behaupten, die Ukrainer würden hier in eine Killzone gelockt, also dass jetzt die Russen quasi hinter den Ukrainern den Sack zumachen und sie dann vernichten. Da muss ich dann immer ein bisschen grinsen und sage, okay, wenn sie nicht mal den eigentlichen Vorstoß aufhalten können, dann machen sie jetzt an den Flügeln den Sack zu. Also ich denke, die mediale Diskussion ist ein bisschen abgehoben von dem, was tatsächlich am Boden passiert. Aber ich sehe es insgesamt so etwa wie Stoltenberg. Es gibt, denke ich, Grund, vorsichtig optimistisch zu sein. Herr Kolb, wir danken Ihnen ganz herzlich für die Ausführungen und für diese Rechnungen, was das russische Militär anbelangt. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Schönen Tag noch. Und Guido, du hast dir jetzt genauer den Frontverlauf angesehen. Wir haben ja gerade schon so ein paar Einzelheiten dazu gehört und jetzt die Details, wo wir am heutigen Tag stehen. Ja, und es sind sehr, sehr heftige Kämpfe und es gibt da Informationen auch von den Ukrainern, die an der Front kämpfen und die sagen, bisher verteidigen die Russen die Linien relativ hartnäckig. Wir gucken uns vielleicht mal zuerst Bilder an aus der Nähe von Bachmut und die zeigen einen Artillerieangriff der Ukrainer auf ein Munitionslager der Russen. Dort hat angeblich eine ukrainische Spezialeinheit dieses Waffenlager ausgespäht und hat dann die Koordinaten an die eigene Artillerie weitergegeben. Wir sehen hier, was passiert, wenn man dann so ein Munitionslager mit Artillerie angreift. Gucken wir mal auf die Frontlinien. Da müssen wir zuerst darüber sprechen, dass es wieder auf beiden Seiten Angriffe mit Drohnen gegeben hat, im Großraum Moskau unter anderem, aber vor allem auch von der russischen Seite mit Kamikaze-Drohnen auf die Ukraine. Und die Ukraine ist inzwischen nicht mehr in der Lage, all diese Drohnen abzufangen. Von 33 eingesetzten Drohnen war die ukrainische Flugabwehr nur in der Lage, 25 abzufangen. Ansonsten müssen wir sagen, dass, was gerade eben schon angesprochen wurde, vor allem rund um Bachmut die Ukraine kleine, aber stetige Geländegewinne erzielen können. Und etwas stärker ist man im Süden, im Raum Rabotyne, wo man praktisch die Russen schon an die zweite Verteidigungslinie gedrängt hat und so dafür gesorgt hat, dass man dort jetzt relativ große Chancen hat, diese Hauptverteidigungslinie dann auch mit schwerem Gerät anzugreifen. Und da ist es sicherlich sehr wertvoll, dass die Ukrainer noch in diesem Monat aus den Vereinigten Staaten die ersten Abrams-Kampfpanzer bekommen. Und diese Abrams-Kampfpanzer, die können auch die Uranmunition verschießen, die die Amerikaner jetzt den Ukrainern auch versprochen haben. Abgereichertes Uran wird dort eingesetzt. Es ist jetzt nichts vollkommen Neues. Diese Munition ist schon in den 70er Jahren von den Amerikanern entwickelt worden, ist auch von den Amerikanern bereits im Zweiten Golfkrieg und im Dritten Golfkrieg, auch hier in Europa, in Bosnien und im Kosovo eingesetzt worden. Und diese abgereicherte Uranmunition kann sowohl von Panzern verschossen werden, aber auch als Granatenmunition von Flugzeugen. Was zeichnet diese Munition aus? Die Uranmunition ist praktisch ein Abfallprodukt in der Produktion von angereichertem Uran für Atomreaktoren und zeichnet sich dadurch aus, dass es eine sehr hohe Dichte hat. Und diese Dichte sorgt dafür, dass man dieses Uran als Wuchtgeschoss benutzen kann, um Panzerungen zu durchbrechen. Darüber hinaus ist dieses Material selbst schärfend. Das heißt, wenn es auf die Panzerung trifft, bleibt es weiter als Pfeil bestehen und sorgt dafür, dass eine große Durchschlagskraft erzielt wird. Und es gibt Sekundärexplosionen. Das bedeutet, die Partikel, die bei dem Auftreffen entstehen, wenn die mit Luft zusammenkommen, dann sorgen die für eine Explosion und die Munition an Bord des Panzers und der Treibstoff können dann auch in Brand geraten bzw. explodieren. Die große Frage ist, wie gefährlich ist jetzt diese abgereicherte Uranmunition? Von der Strahlung her eigentlich kein großes Risiko, denn im Endeffekt ist die Strahlung 40% geringer als bei natürlich vorkommendem Uran. Was aber relativ gefährlich ist, sind die Staubpartikel, die entstehen, wenn zum Beispiel wie hier ein Panzer mit dieser Munition beschossen wird. Wenn ich die einatme, dann gehen Experten davon aus, dass ich da sehr schwere Nierenschäden, aber auch Schäden der anderen inneren Organe bekommen kann. Und viele sprechen auch davon, dass das krebserregend ist. Insofern, also gerade diese Staubpartikel stellen eine große Gefahr dar.
Aber wie gesagt, die Amerikaner haben schon Hunderttausende dieser Tonnen dieser Munition eingesetzt und ganz große Umweltschäden hat man da bei Untersuchungen bisher auch nicht feststellen können. Guido, danke schön für den Überblick.